Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Agatotto, beim Clan Bad Taste. Ja, ihr habt das ja sicherlich mitbekommen. Wer am Samstag, ich verlinke ihn oben nochmal, mit im Stream war, hat ja gesehen, dass ich eigentlich ganz, ganz hart was machen will, nämlich richtig viel Elex einmal für die nächste Forschung. Die habe ich dann auch noch in der Nacht anstoßen können. Ihr seht das hier in meinem Labor, läuft der Miner, den könnte ich jetzt mit dem Universalbuch fertig machen. Ja, da bin ich auch ein Geizknochen, sind zwar 12 Tage und viel, viel mehr Gems als 1000 Gems für eine Queen, aber ich möchte ganz gerne den Warden mit euch auf seine letzte Reise, so heißt es ja manchmal, begleiten. Und ich möchte auch ganz gerne die Queen ein Level höher bringen. Zusätzlich habe ich auch einen Bauarbeiter frei und bekomme heute auch noch 2 Bobs wieder frei. Das heißt also, mein Inferno-Tower, mein zweiter, läuft auch auf 5 aus und der Warden in 4 Stunden 18 Minuten. Na, unter Umständen gehen wir den, müssen wir mal gucken, wie weit wir mit dem Elex kommen. Ich würde sagen, wir geben es Gold erstmal aus, denn damit machen wir uns erstmal unattraktiv, also lassen wir den erstmal rennen. 8 lange Tage, beziehungsweise 9 Tage. Und ihr seht das, ich habe hier volle Pulle Schub an. Was mich heute besonders freut, muss ich sagen, mein Memo läuft wieder. Ich weiß nicht, das ist jetzt nur für die technisch Versierten. Lange Zeit lief ein Emulator bei mir nicht. Er hat sich einfach immer geschlossen, wenn ich mein Aufnahmeprogramm gestartet habe. Aber mittlerweile läuft er wieder und er läuft ganz stabil. Ich habe den heute mal ein paar Stunden einfach so laufen lassen, war dann weg. Und das heißt also, habe den morgens angeschmissen, habe den dann laufen lassen in einem Fenster und bin abends wiedergekommen und er war immer noch offen. Das heißt also, er schließt sich nicht mehr. Und ja, kann ich mal wieder mit aufnehmen. Finde ich natürlich super, weil den habe ich immer ein bisschen lieber in den Streams genutzt als den BlueStacks Player. Ja, und ihr habt ja auch gesehen, ich bin ein bisschen in der Liga wieder hoch und finde jetzt eigentlich auch relativ zügig einen Gegner. Den nehmen wir mal mit hier. Hier brauche ich immer nur so, ich glaube, ich brauche immer nur einen Mauerbrecher, oder? Ja, ich brauche immer nur einen Mauerbrecher hier für so eine Base hier und die kleinen Kobolde, die sind halt nach wie vor, die sind einfach zu schnell für die Kobolde. Selbst manchmal, wenn da ein Magierturm steht und ich sie so versetzt setze wie jetzt, dann schafft es nicht mal mehr ein Magierturm. Ich habe immer so ein paar Riesen hier in meiner Clanburg mit. Das hat immer so ein bisschen so den Hintergrund, falls ich in der Base mal ein bisschen tiefer aufräumen muss, dann gehe ich auch ruhig mal mit der ganzen Meute hier rein. Das ist überhaupt kein Thema. Aber erstmal machen wir hier die Ecken clear. Und jetzt setzen wir hier mal ein. Und so, die sollten eigentlich nochmal da durchlaufen. Machen sie auch. Oder sind die da jetzt durchgelaufen oder nicht? Ah ja, doch, sie sind durch. Ich dachte gerade, sie wären nicht durch. Okay, da sind die auch durch. Und dann, ja, ich hätte fast gesagt, können wir eigentlich die Base über die Queen-Seite. Ihr räumt die ruhig mal aus. Das macht jetzt nichts. Auch wenn ich hier mal ein bisschen Clanburg verballer, dann ist das alles nicht so schlimm. Denn ich kann ja auch wieder neu anfordern. So, jetzt mal sehen, ob wir. In der Regel komme ich hier zauberlos durch. In der Regel komme ich hier zauberlos durch, gebe aber auch gerne mal einen Zauber aus. Auch das ist alles nicht so schlimm. So, wir machen die Jungs hier mal ein bisschen ruhig, ein bisschen wütend und ich gucke mal, wo jetzt die Kubis so ein bisschen hergehen. Ich muss sie so ein bisschen versetzt setzen, damit ich auch in beide Seiten reinkomme, denn ich muss ja jetzt einmal ganz rum. Das ist eigentlich ein bisschen doof und die peilen jetzt schon die Clanburg an, oder was? Jo, die peilen jetzt schon die Clanburg an. Ah, die ist erstmal weg. Und jetzt mache ich den King mal noch ein bisschen wütend. Ja, mal sehen, vielleicht bleibt jetzt ein bisschen über. Schauen wir mal, ob wir da hinten die 3 Lagerchen noch kriegen. Ich glaube, die kriegen wir. Oh, das wird eine ganz enge Kiste. Wo ist meine Queen? Queen ist da in der Mitte am Rumeiern. Okay, da hinten geht der King. 2 Riesen noch, da sind noch ein paar Magier. Boah, das könnte was werden. Ich muss mich jetzt nur mal ein bisschen ranhalten mit der Queen hier. Die zünde ich nämlich mal, dann laufen die hoffentlich jetzt ein bisschen weiter nach vorne Richtung den Kanonen. Jo. Und dann kriegen wir das letzte Lager auch. So läuft es hier. So läuft es hier auch ganz gut, denke ich mal. Und jo, damit ist er auf Null jetzt. Ich weiß, ich habe jetzt Zauber ausgegeben, aber vom Farm her halten sich die Ausgaben immer noch hier im Minimalbereich. Also wenn ich hier jetzt gucke,
Was gebe ich aus? 171.000 Elex. Okay, jetzt habe ich zwar zwei Zauber genommen, aber der ist natürlich suboptimal. Ah, ist nicht so schlimm. Wir nehmen ruhig mal den Sprung mit. Das ist nicht so schlimm. Und ich glaube, ich komme hier, glaube ich, noch ganz gut zurecht. 2 Millionen Gold brauchen wir noch. 10 Millionen kostet er hier. Und ich glaube, 194.000 die Queen. Also auch nochmal knappe 10. Ist ja eigentlich ganz locker. Während ich hier einfach kurz mal warte, springe ich mal in unseren letzten Clankrieg rein. Also der ist wieder brutal gewesen, muss ich mal sagen. Wirklich ein brutaler Clankrieg. Und ihr seht das hier, auch der Gegner. Zwei Bases nur offen gelassen. Bei der 1 und bei der 2. Und trotzdem haben wir das getoppt. Das ist, eigentlich ist es der Hammer. Denn Beast hat hier oben, ist aber nicht übrigens, glaube ich, von Beast gespielt worden, sondern von jemand anders. Ab und zu spielen ja auch andere Leute die Accounts von anderen Leuten. Und hat hier den letzten Stern noch rausgeholt. Fand ich wirklich, also war wieder ultra spannend und ein wirklich krasses Teil, aber ich wollte euch zwei Angriffe einmal zeigen. Wir nehmen hier einmal den Dodo, denn es gibt hier einige, die habe ich noch gar nicht gezeigt, beziehungsweise die habe ich selber noch gar nicht gesehen, weil sie jetzt in den letzten Wochen Helden gemacht haben oder nicht da waren oder was auch immer. Und deswegen weiß ich manchmal gar nicht, wie greifen die Leute an. Greifen sie überhaupt an? Ja, wir nehmen in der Regel nur relativ stabile Leute mit und auch Leute, die bei uns leider ins Setup passen. Das haben jetzt einige in den letzten Tagen auch mitbekommen, die sich hier beworben haben. Das sind teilweise gar nicht so schlechte Accounts. Ich nenne mal so eine Zahl, so ein Heldenpärchen von 30 und ein 8er Warden, also irgendwie so ein 11er. Aber die können wir hier nicht mitnehmen, denn der hat genau wie ich auch einen Adler im Ausbau, zieht damit einen Max 11er und wird ihn nicht schaffen. Das ist hier echt ein echtes Problem. Hätte ich selber nicht so für möglich gehalten. Aber ich glaube, es ist nach wie vor so, vor allen Dingen in diesem Mischclan, in dem ich mich hier ja befinde, also mit NGs und mit normalen Bases oben, ist das schon nicht ganz unträglich. Ich habe ja selber das kleine Problem. Das wisst ihr, natürlich max ich durch, das heißt, ich habe auch einen Adler, da ich von den Engineer-Accounts ja irgendwie so nichts halte. Ich weiß auch gar nicht warum, vielleicht, weil mich dieses Ausrufezeichen ewig nerven würde, so nach dem Motto, Toto, du musst noch was bauen. Und deswegen weiß ich gar nicht, warum die mich so abnerven. Vermutlich nur die, die es so richtig auf die Spitze treiben mit ihren einen Kanonen oder mit ihrem No-Walls-Account, die nerven mich. Womöglich ja, so ein bisschen zwischendurch ab, aber alle anderen sind ja eigentlich noch relativ, ja, was heißt normal. Beim Gegner gibt es auch immer solche Bases. Also ist das alles im Trockenen und hier hat er auch schön gemacht, hier mit dem Gohok unten habt ihr gesehen, war hart verteidigt ums Rathaus, das heißt also Rathaus weg, dann ging es in die Base rein und die war erstmal hart am Eingang verteidigt und hier geht das jetzt noch mit dem Cleanup rein, also auch immer wieder dran denken, ein bisschen Cleanup mitnehmen, ruhig mal ein Hock weniger dafür, zwei Lakis, ein Bogie mehr mitnehmen. Denn wenn am Ende nur noch so ein paar, so wie hier, Hockrider überleben, die dann auch noch viel zu tun haben, nämlich noch die Clan-Bucke in der Mitte und die hat richtig Heal Points, dann kann es schnell schon mal eng werden. Da geht noch ein, ja, und noch ein Hockrider, ein Schweinereiter fliegt da noch durch die Gegend, wie in den Comics. Beziehungsweise in den animierten kleinen Filmchen, da fliegen die ja auch immer, die Schweinereiter. Und hat er ja aber schön gemacht, wir müssen mal eben rüberschauen. Ja, ich denke, wir können trotzdem hier wieder ein bisschen suchen. Ich lasse das mal ruhig jetzt am Stück laufen. So ist das einfach, so ist Clash of Clans. Und ich hatte mich auf jeden Fall über die vielen Kommentare unter den letzten Videos, die ja jetzt nicht mehr täglich kommen, wirklich sehr gefreut. Ich habe mich über den Stream auch super gefreut, war wieder eine ganz lustige, überschaubare Runde und fand ich eine gute Sache. Irgendwas gibt es ja immer zu nölen, also zumindest habe ich immer was zu nölen, nämlich diese doofe Geschichte mit der Kamera. Ich meine, nur weil ich den Greenscreen jetzt nicht hängen habe, kann ich natürlich eine Kamera nehmen, habe aber gar nicht mehr so im Blick gehabt, dass die YouTuber ja rechts unten immer dieses Toto Clash Zeichen haben und das hatte ich so halb auf Kinnhöhe irgendwo liegen. Jo. So, ich habe mal ein bisschen vorgespult. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe jetzt gar nichts. Ich habe gar nicht so viele Riesen dabei, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Mal sehen, ob wir uns hier die Beute holen können. Und wenn ihr dieses Video seht, dann haben wir ja schon wieder Clan Games. Und ja, diesmal
gibt es für 18.000 schon die netten Bücher. Es gibt allerdings diesmal, glaube ich, in einem Tier gibt es 3 Bücher. Also da muss man sich dann entscheiden, welches man nimmt. Und ich muss mal gucken, wie wir hier jetzt eigentlich weiter vorgehen. Ach, hey, jetzt hat er auch noch X-Bogen-Power hier. Das kann ich natürlich gar nicht gebrauchen, aber da muss ich manchmal auch mitrechnen. So. Und dann haben wir das hier schon mal im Sack. Da unten so ein bisschen das Dunkle. Das ist auch ganz gut. Und dann nehmen wir das, glaube ich, mal so. Dann nehmen wir eben das Elex mal weg. Also vorzugsweise brauche ich natürlich Elex. Und ja, immer so ein bisschen Dunkles. So ein bisschen kommt ja immer bei rum. Der hat natürlich auch noch ein bisschen was in den Lagern. Das nehmen wir ihm auch weg, keine Frage. Ich muss nur mal eben sehen, über welche Ecke wir da jetzt reinkommen. Ich würde fast sagen, wir nehmen hier die gerade Front, denn da gehen wir relativ nah auf das Lager zu. Mal schauen. Ach so, ja, das stimmt natürlich. Ich kann hier, setze hier einfach mal einen Sprung, dann sind wir da schon mal in Lagernähe. Und hau die hier jetzt einmal durch. Nehmen wir mal einen Wut hier hin. Damit ist dann auch der King wütend. So, die holen jetzt noch das Lager und fressen sich jetzt gleich vielleicht durch die Wand durch. Boah, das sieht ganz entspannt aus. Das sieht ganz entspannt aus, dass wir hier was holen. Und da wird das Goldlager gemacht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwo was vergessen. Nee, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Da ist jetzt, denke ich mal, noch reichlich in der Clanburg drin. Ja, wollen wir mal den King gar nicht mal ganz so doll wegmachen. Aber da ist noch das eine Lager. Oh, auf Null. Yes. Ah, nicht ganz auf Null. Komm. Die kleinen Bogenschützen. Nein. Ja, doch. Oh, wenigstens gehen 2 dahin, aber die packen das auch nicht mehr. Okay, das müssen wir abbrechen. Packen die auch nicht mehr. Ah, sieht echt gut aus. Und die ganze Zeit, wo ich hier jetzt so ein bisschen wieder nach Gold reingekommen bin. Wartet, mach ich mal im Nachtrain. Was hat man verbraucht? Einen Sprung, einen Wut. Habe ich hier wirklich gut gefarmt. Kann man nicht anders sagen. Ich habe natürlich auch vor 13 Stunden mal eine richtige Packung hier an Defense gekriegt. Gar keine Frage. Aber ich habe hier wirklich, wirklich gut reingefarmt. Das seht ihr hier, das, ich hätte fast gesagt, läuft. Läuft. Also ich habe noch einen, den halte ich euch noch vor. Den baue ich mal irgendwann ein. Den habe ich aufgenommen, aber noch nicht vertont. Der ist hier natürlich schon raus. Denn ich habe hier natürlich den ganzen Tag recht hart gefarmt gestern. Immer mal wieder so zwischendurch, so wie es halt ging. Es war ein bisschen frisch. Und so ging das dann teilweise draußen auch mal. In einer eisigen Kälte. Bam! Und dann kommt so einer. Boah, den kann ich natürlich super gebrauchen. Ihr kennt das sicherlich selber. Genau, von diesen habe ich ja eben gesprochen, ne? Von diesen Engineered Accounts. Und 3 Bogenschützentürme mit Draht, da. Ich gehe mal davon aus, dass der Clanburg hat. Er hat zwar noch keine Saison, aber es kann durchaus sein, dass er nur noch nichts gemacht hat und deswegen keine hat. Wir gehen ja also mal erstmal ganz behende so mit den Helden jetzt rein. Und ich brauche gar nicht viele Morbe. Ja, wir müssen ja nur in die Base kommen, glaube ich. Ne? Wir müssen jetzt echt nur in die Base reinkommen. Und ich verbrate, glaube ich, jetzt auch gar nicht alles. Brauche ich, glaube ich, gar nicht. Er hat auch nichts in der Clanburg, also optimal für uns. Und hier außen ist ja eigentlich nichts, was uns wirklich interessiert. Außer so ein bisschen hier das dunkle Zeug. Das nehmen wir mal mit. So, da haben wir mal 3, 4, 5 gesetzt. Und den war es das auch mit der Base hier. Also schön leicht hier. Schöne, leicht verdiente Ressourcen. Also muss ich mal so sagen. Und richtig noch was gespart. Ich habe jetzt schon viel zu viel gesetzt. Ihr seht das hier. Aber wo wir schon mal dabei sind, dann nehmen wir ihn doch gleich ganz auseinander. So. Und die Kobolde vor allen Dingen, also wenn ja keine Ressourcen mehr da sind, dann gehen die Kobolde echt auf alles. Und wie schnell die auch so Lager, Gebäude, Defenses hier weghauen, ist auch nicht schlecht. Also da macht es schon echt die Masse. Und wenn die erstmal die Messer richtig wetzen, dann geht das hier richtig rund in so einer Base. Okay, oh, richtig schön. Super Sache hier. Also wir sind auf dem richtigen Weg, hätte ich fast gesagt. So, jetzt habe ich vermutlich nicht so die richtig guten Truppen im Nachgang. Die muss ich jetzt erstmal wieder bauen. Ich nehme die Kobolde immer nach vorne, weil in der Regel verbrauche ich die als erstes. Und jetzt habe ich allerdings hier 9 Mauerbrecher. Ja, das reicht. Und wir gehen nochmal in den letzten CK rein. Gucken uns... wir haben hier was zu gucken. Ah. Mal sehen, ob der nicht gerade am Anfang steht. Oh, der Repo-Mann. Ja, ist doch super.
Kriegen wir sowas auch mal mit rein. Schon ewig nicht mehr gehabt, mal jemand aus der Friendslist bzw. aus dem Clan. Ganz zufällig einfach mal hier mit in so eine Aufnahme mit reinzubekommen. Auch nicht schlecht, ist mir schon ewig nicht mehr passiert. Aber kommt hier gut in die Base rein und wollen wir mal hoffen, die Queen müsste jetzt eigentlich gleich wieder zurückgehen. Er hat sich da ja schon so ein richtiges Loch reingefräst hier. Macht's auch, ja super, macht's auch. Und was hat er noch dabei? Oh, er hat meine dabei. Ja, meine, habt ihr gesehen, laufen jetzt noch über 12 Tage. Also was ich danach mache, weiß ich noch nicht. Ich werde sie nicht vorgeben, ich werde sie nicht mit irgendeinem Buch machen. Muss ich mal gucken, vielleicht mache ich danach erstmal einen Zauber, weil dort habe ich auch noch ein Zauberbuch. Und mal sehen, Klon oder Fries, irgendwas werde ich wohl machen. Der Fries wird hoffentlich mal irgendwann wieder seine Bedeutung bekommen. Ah, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass die Heiler, ihr seht das, immer so ein bisschen weggeschoben werden. Und da hat er jetzt ein Single Inferno. Mal sehen, ob er... Na, ach, war die schon gezündet? Ich glaube, sie war noch nicht gezündet, ne? Und er hat, glaube ich, noch nicht die Clan-Book gehabt. Da müssen wir mal gucken, wie sich der Repo hier, unser 3-Sterne, eigentlich wirklich ein 3-Sterne-Garant im CK, jetzt hier durch die Basefrist Ressourcen 0. Also der hat echt mal wenig, aber es geht hier in der Legende um Pokale. Nicht um Ressourcen, es geht um Pokale. Und, oh, da hat er jetzt schlechte Karten. Hat er ein Gift dabei? Ja, hat er. Mal sehen, ob der jetzt richtig funzt, der Gift. Auf die Ballons, denn die fliegen natürlich, sie fliegen. Ja, und der eine ist schon nicht mehr richtig im Gift drin. 4, 5 Stück sind im Gift drin. Und die gehen jetzt auf den, oh, die gehen jetzt auf den Worden. Shit. Eieiei, aber er hat 2 Sterne. Er hat 2 Sterne hier, also er ist in die, ich hätte fast gesagt, er ist weiter. Er ist weiter hier, hat 2 Sterne. Und kriegt sicherlich ein paar Pokale, aber okay, vom Lot her bin ich jetzt etwas anderes gewöhnt, aber wie gesagt, es geht hier in der Legende eher oder vorrangig um die Pokale und nicht mehr um die Ressourcen. Und ihr seht das hier jetzt auch am Max Out Rathaus 11. Ja, schönes Ding hier, dass ich den mal mit reingekriegt habe. Wie viel Pokale? Oh, Donnerwetter. 22 Pokis, nicht schlecht. Super gemacht hier. Und wir gucken nochmal in den... Ah ne, wir können wieder weiter reinhauen. Dann machen wir erst das, bevor mein Schub hier ausläuft. Oh, das ist wieder so einer. Der hat auch nur so einen Low-Adler. Ach, ist ein schönes Ding, ne? Ist ein schönes Ding. Hat nochmal 3000 Dunkles für uns. Ich glaube, den machen wir auch. Multi-Inferno da. Da der... Hier hat er den Flächenschaden. Der kann... Ah, der Flächenschaden stört mich eigentlich jetzt ein bisschen. Ich nehme den jetzt trotzdem mal. Oh, da kommen schon so ein paar Skelette raus. Ich habe jetzt natürlich, jetzt habe ich natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen die Arschkarte auf, aber jetzt habe ich nicht so die richtigen Truppen hier, jetzt habe ich Magier, okay. Wo sind denn eigentlich meine Mauerbrecher? Da sind die Mauerbrecher schon mal durch und jetzt kann ich hier hinten anfangen, meine Kobolde rein zu spammen mit der Maus. Wer kriegt denn, wer hat hier eigentlich Fokus im Moment? Was? Ah, hier muss ich einmal, ich muss kurz mal alles geben. Los, ihr Kobis, haut rein. Jawohl. So, da geht's jetzt ab durch die Mitte. Guckt euch diese Schlange an. Und jetzt gehen die nochmal da in Wut. Ich weiß, ich habe da jetzt den Flächenschaden womöglich vor mir. Und hier hinten sollen die nochmal rausspringen. Komm, ich gebe jetzt hier alles einmal alles geben hier. Ach ja. Oh, da haben wir doch. Haben wir ganz gut was mitgenommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht war. Kriegen wir den Adler, kriegen wir leider auch nicht mehr. Schade, nichts an Adler auf dem Konto. Aber wir haben das Dunkle für die Queen beisammen. 194.000, jawohl. Ein bisschen Elex müssen wir allerdings noch reinfarmen. Und jetzt habe ich ganz unglücklich hier ein Gift. Den muss ich annehmen. Da gucke ich erstmal, ob ich den verspenden kann. Kann ich leider nicht. Drache baut, Baby baut. Ah, hier baut erstmal alles. Dann kann ich erstmal was weitermachen hier. Okay, so, dann kann ich noch mal was anfordern. Was haben wir denn jetzt zu wenig? 2, 2. Ah, dann nehmen wir halt der. Hier kommt der Wut. Jetzt bin ich durcheinander. Ah, jetzt kann ich auch Quick Train. Okay, dann kann ich auch Quick Train. Da habe ich schon wieder was in meiner Clanbook. Und so, jetzt kommen wir da aber zu. Alter, ist ja fast so hektisch wie bei mir in den Streams. Denn ich wollte euch wenigstens noch den Angriff hier zeigen auf die Nummer 2 von Beast, den Sieger oder Gewinnerstern hier.
Und gucken wir mal, wie er da vorgegangen ist. Das war der Raphael, der den Account gespielt hat. Also Darin bespielt diesen Account nicht immer. Und je nachdem, wer halt gerade da ist und wer verfügbar ist. Und es war auch glaube ich, eine Stunde vor Ende dieses CKs. Die Base hatte 83% schon kassiert. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch 58 Sterne und waren prozentual, ich glaube, 0,04% oder so lagen wir hinten. Also es musste noch das ein oder andere Prozentchen mehr als 83 hier auf diese Base werden oder optimalerweise, habt ihr jetzt schon gesehen, ein Dreier. Aber wir wussten ja jetzt natürlich nicht, wie kommt der eigentlich zustande hier. So, da kommt er eigentlich ganz gut zustande. Und ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich gedacht, boah, schon hier jetzt schon so viel Wut hier verdrückt, aber hier gibt es natürlich auch zwei Bogenschützentürme, der eine ist jetzt schon weg, aber immer noch ein Bogenschützenturm und ein X-Bogen ballert da auf die Queen, jetzt kommt auch noch der Adler dazu, aber hier geht natürlich jetzt die Masse, kann nicht mehr außen rum, die Masse kann nur noch nach innen rein, dann haben wir hier an dem Lager, an dem Goldlager die Enge, wo die jetzt auch schön springen können. Und ja, so ein bisschen hat es sich dann abgezeichnet. Hier habe ich eigentlich schon gedacht, ja, das, wenn man mal so nach unten guckt und mal nach oben guckt, das könnten drei werden. Muss man fairerweise so sagen. So ein bisschen kann man es einschätzen. Und der Angreifer sowieso, der kann es meistens am besten einschätzen. Was es wird, kann sich dann unter Umständen schon zurücklehnen. Also richtig krasse Sache hier zum Ende. Gut, und ihr wisst das selber, wenn du dann Gegner-Clan bist und eigentlich noch führst und denkst, naja, da tut sich nichts mehr. Das Ding ist durch hier. Da muss jetzt jemand erstmal prozentual mehr als 83% holen. Dann seht ihr, dass hier ist der Bogenschützenturm da hinten zwar noch mal ein bisschen abgelenkt, aber das ist schon mal Clean-Up hier in der Base. Und der packt ja, glaube ich, sogar den Bogenschützenturm. Packt er sogar mit Verbindung mit dem Bolan und 1A Angriff hier, wirklich krasse Sache und dann 59 zu 58, also hier nur ein Stern über, ist auch wirklich krank und so, wollen wir mal schauen, ob wir die 800.000 jetzt noch reinkriegen. So, ihr seht das ja sicherlich, mein Elex hat sich ein bisschen angehäuft, ich habe natürlich nebenher immer mal wieder so ein bisschen, ein paar Lager hier, ein paar Lager da, aber ich brauche jetzt noch 150, knapp 150.000. Elex, der hat 237, wenn man ganz abräumt, aber der hat ganz nettes Gold und er hat natürlich auch noch mal ganz nettes Dunkles. Deswegen denke ich mal, nehmen wir den hier mit, nach gewohnter Manier. Ich habe jetzt natürlich wirklich wenig Mauerbrecher dabei. So, da muss ich mal gucken, dass wir hier natürlich reichlich bekommen und wir nehmen schon mal im sicheren Fall hier die Außenlager mit. Dann haben wir die schon mal im Petto, okay. Da müssen wir mit ein bisschen mehr punkten. Wo ist denn eigentlich das Dunkle? Ah, okay, das Dunkle ist in der ganzen Base verteilt. Wir haben jetzt aber schon mal die 10 Millionen. Also das Ding ist schon mal sicher. Ich hau die ganze Armee hier jetzt raus, denn es wird für diese Folge sondern erstmal der letzte Angriff sein. Denn ich habe dann alles zusammen, was ich mir vorgenommen habe, in relativ kurzer Zeit. Also ich habe wirklich krass nochmal nachgefarmt nach dem Stream, beziehungsweise... So, wo setzen wir denn eigentlich mal einen Sprung an? Ich denke mal, wir setzen den mal hier an. Beziehungsweise den Tag danach. Denn ich muss ja fast 15 Millionen Elex. Und Elex ist natürlich immer dann ein Problem, wenn du Elex verbrauchst. Gar keine Frage. Wir verbrauchen hier aber nochmal einen Wut für die Jungs hier. Mal sehen, die müssen, da haben natürlich jetzt einen weiten Weg. Der King auch. Den King zünde ich jetzt mal, damit er hier schon mal die Queen wegmacht. Meine gegnerische Queen läuft da hinten. Ah, die läuft auch dem King da in die Arme. Den machen wir auch mal weg. Dann haben wir erstmal nichts. In der Mitte tanken noch meine Riesen. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht noch irgendwo... Oh, guck mal, zwei dunkle Bohrer. Mist, Mensch, die kriege ich nicht mehr, oder? Was habe ich denn in der Clanburg? Ah, leider auch nur Riesen. Okay, die könnte ich jetzt natürlich setzen, um meine Queen noch ein bisschen zu schützen. Da ist noch ein Magier. Oh, los, die beiden Lager noch. Komm, das sind 2-7. Aber der Pot ist jetzt auch gleich voll. Also der Pot ist auch gleich voll. Und, ach, da ist das Lager. Ja, das macht der Magier. Wow, der Magier holt mir das Lager noch. Wunderbar, wunderbar. Der Magier holt mir das Lager noch. Kann ich mir die Riesen sparen. Und kann gleich sicherlich
Ja, vielleicht sogar heute Abend noch meinen Bauarbeiter, der ja gleich frei wird, wieder einsetzen. Hier die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden. Oh, den können wir abbrechen. Der ist ja auf Null. Also, cool gemacht hier. Oh, und ich habe ein ganz kleines bisschen Bonus noch dabei gekriegt. Auch noch. Also, wir haben die Lager jetzt hier rappelvoll. Und ich will es jetzt auch ausgeben. Das heißt also, wir müssen natürlich jetzt erstmal einen Bauarbeiter frei haben. Gar keine Frage. Und wie lange haben wir denn eigentlich noch? Schub. Oh, 25 Minuten haben wir noch Boost eigentlich. Die warte ich jetzt. Ja, die warte ich ab. Ja, ist natürlich ein Scherz. Natürlich warte ich die jetzt nicht ab. Also, wir machen erstmal diesen Bauarbeiter hier frei. Denn in 9 Minuten wird mein nächster Bauarbeiter frei. Also, wir machen jetzt erstmal den Warden hier fertig. Ich glaube, den gönnen wir. Die 44 Gems gönnen wir uns. Damit ist er auf 19. Und ja, wir gehen mal ein bisschen näher rein hier in den Stofftuch- und Leichentuchträger. Ja, die 10 Millionen habe ich mir natürlich reingefarmt, extra für ihn. Also, er geht auf seine letzte Reise. Erste Truppe geht auf Max Level. 7 Tage geht der Warden hier. Und, Mist. So. Und meine Queen, da könnte sicher sein, die geht auch in 8 Minuten, in 4 Minuten, nein, in 25 Minuten geht die auch auf 48. Aber ich belasse es jetzt mal dabei. Die Folge ist jetzt sowieso schon lang genug geworden. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also Road to Max R11 geht hier ganz munter weiter. Und ich wünsche euch maximalen Erfolg bei den Clanspielen, die für euch ja heute schon angefangen haben. Ich nehme ja am Montag auf, am Dienstag diese Folge. Ich wünsche euch, wie gesagt, maximalen Erfolg, maximale Ausbeute und vor allen Dingen viel Spaß. Bis dahin, euer Toto. Echt.